Hallo und herzlich willkommen heute bei unserem ersten Test von NotebookCheck.com. Ich bin die Lea und ich habe mir heute ein schickes Notebook ins Studio geholt und zusätzlich noch einen schicken Experten, nämlich Dankeschön. Den Flo. Hi Flo, schön, dass du Hallo da Lea, bist. Hallo Lea, grüß dich, freue mich sehr. Der Flo kommt auch von NotebookCheck und als Experte wollte ich dich jetzt mal fragen, ich habe mitbekommen, ihr seid ein ziemlicher Fan vom ZenBook. Erzähl doch ja, mal. Ja, das ist das Asus ZenBook UX51VZ. Ein bisschen sperriger Name, wir nennen es einfach ZenBook. Das ist hier ein relativ schlankes Gerät, ja. Hat relativ viel Power unter der Haube, ist komplett aus Aluminium gefertigt. Ja, wie, wenn du meinst, dass es so dünn ist, wie dünn ist es denn dann wirklich? Du, Lea, wir klappen es mal zu und zeigen es einfach mal in die Kamera. Es ist ganze 2 Zentimeter dick. Ja, hier an der dicksten Stelle hier vorne ist es sogar noch ein bisschen dünner. Okay. Und in diesen 2 Zentimetern, das ist ja immer das, was man eigentlich sucht und worauf man sich als Notebook-Tester eigentlich auch am meisten freut. Ne? Ein Notebook, was gut verarbeitet ist, was sehr klein ist, sehr kompakt, was ich leicht mitnehmen kann, was aber trotzdem eine Menge Kraft hat und wirklich alle Anwendungen bewältigt, die ich so im Alltag machen will. Ich sag dir mal kurz die technischen Daten zu dem Gerät. Du hast hier einen Intel Core i7, das ist die größte Prozessorlinie von Intel. Das heißt, mit dem kannst du wirklich vom Internetbrowser bis zum Schnittprogramm alles betreiben. Echt? Und wirst es nur selten an seine Grenzen bringen. Ja, Videoschnitt, Fotobearbeitung ist alles möglich mit dem Gerät. Dann hast du hier eine Grafikkarte drin, eine GeForce GT 650 M. Das ist eine Grafikkarte der Mittelklasse. Das heißt, du kannst mit dem Gerät auch richtig gut zocken. Du kannst vielleicht nicht in dieser Full-HD-Auflösung spielen, die der Bildschirm hat, aber setzt du die Auflösung 1 runter, dann läuft es schon ganz gut. Wer sich da näher dafür interessiert, wir haben da auch die ganzen Testwerte nochmal in unserem Test auf der Website. Also das klingt jetzt alles eigentlich nur perfekt, aber ganz ehrlich, gibt es auch ein paar Kritikpunkte? Also wir belasten die Geräte ja immer 2 Stunden lang in einem Dauertest, wo wir die Geräte wirklich an ihre Grenzen bringen. Mhm. Da ist uns fest aufgefallen, das Gerät an sich bleibt relativ kühl, nur das Netzteil, was dabei ist, das wird bis zu 65 Grad heiß. Wir testen das mit einem Infrarotthermometer und da sollte man dann wirklich nicht mehr hinfassen. Bei 65 Grad, da kann man sich ganz schön verbrennen. Wow. Also zumindest wird es sehr warm. Was wir auch noch haben hier, ist ein Lüfter, den du wirklich ständig hörst. Also auch wenn das Gerät eigentlich gar nichts macht, hörst du den Lüfter trotzdem. Mhm. Das ist auch beim MacBook zum Beispiel besser, da schaltet sich der Lüfter komplett aus. Und was man auch noch hat, wenn du gerne deine Festplatten austauscht oder so, oder wenn du gerne mal einen neuen Akku hättest, dann wirst du hier schlechte Karten haben, dann musst du das Gerät einschicken, weil ähnlich wie das MacBook Pro sind viele Komponenten hier einfach verlötet, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass das Gerät einfach so flach ist. Und natürlich der Preis, da werden manche Leute auch schlucken, wir liegen hier so zwischen 1700 und 2000 Euro. Das aber immer noch günstiger als das MacBook. Das stimmt auch wieder. Ja, ich habe sogar noch mal den Praxistest durchgeführt. Richtig, du warst am Gärtnerplatz. Genau, ganz in der Nähe. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir am besten mal rein. Schauen wir mal. Das ist jetzt also das Asus UX51VZ, was jetzt nicht gerade der eingängigste Name ist. Als ZenBook kann man sich dann, glaube ich, leichter merken. Aber es ist auf jeden Fall sehr schick. Sehr dünn, auch nicht schwer. Und ja, ihr seht ja, wie es gearbeitet ist. Jetzt muss man nur schauen, ob es auch was kann. Deswegen starte ich mal direkt rein und schaue, wie schnell es geht. 13 Sekunden hat der Test gezeigt und der Live-Test zeigt... Ich hoffe, ihr habt mitgezählt. Circa das Gleiche. Also das ist nicht schlecht. Okay, also hochgefahren ist es sehr schnell. Das war schon mal gut. Was mir direkt auffällt, ist, dass das Display echt sehr hell ist, was jetzt gerade bei Tageslicht oder so super ist. Also das heißt, man kann auch gut draußen arbeiten, falls man das möchte. Und es spiegelt auch so gut wie nicht, wenn ich es drehe. Also das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich teste jetzt noch den Sound. Da ist ja direkt auf dem ZenBook geschrieben, dass die Lautsprecher von Bang & Olufsen sind, was schon für sich spricht. Und das heißt, wir schauen jetzt mal, ob man auch in der Öffentlichkeit was hört. Ich habe ein Lied. Klassisch. Ja, da lässt sich nichts sagen. Also das ist einwandfrei. Sehr schön. Also es ist eher so, dass man sich umschauen möchte, von wo der Sound kommt, weil es wirklich ziemlich räumlich auch ist.
Also Sound, gut. So, nach einigen Testen kann ich jetzt über das ZenBook sagen, dass ich echt ziemlich angetan bin. Also sogar als MacBook-Userin finde ich, dass die Handhabung echt super ist. Also die kommt schon nahe ran. Auch die anderen Funktionen, die ich bisher getestet habe, Sound und Ausstattung, scheinen echt top zu sein. Und hätte ich nicht schon ein MacBook, würde ich schon sagen, dass man auf jeden Fall das in die engere Auswahl bei einem Kauf einbeziehen kann. Genau, was man nicht gesehen hat, ist, dass die Bank eigentlich klatschnass war. Ja, wir haben sie abgewischt, bevor wir das ZenBook hingestellt haben, genau, aber nicht bevor, bevor wir du dich hingestellt haben. Naja, aber es war egal. Flo, was ist denn jetzt dein Fazit insgesamt? Mein Fazit, Lea, ein gelungenes Paket. Ja, du, es ist leicht, es ist toll verarbeitet. Wir haben einen tollen Bildschirm. Es gibt ein paar Kritikpunkte, das Netzteil wird warm, der Lüfter, der selbst im Leerlauf hörbar ist, also wenn das Gerät eigentlich gar nicht belastet ist, dann habe ich noch ein paar andere kleine Kritikpunkte, aber insgesamt ist das wirklich ein sehr, sehr rundes Paket und auch wirklich diese 1700 bis 2000 Euro wert, die es kostet. Mhm. Wenn man es mit dem direkten Konkurrenten, dem MacBook Pro, vergleicht, dann fallen natürlich ein paar Sachen auf, die das MacBook doch noch vielleicht einen Tick besser macht, bisschen besserer Bildschirm, bisschen bessere Verarbeitung, aber grundsätzlich, wenn man jetzt nicht auf macOS steht, ein bisschen Geld übrig hat und sich ein Windows-Notebook zulegen möchte, was schön schlank ist, wo er sich überall hin mitnehmen kann, dann ist das Asus eindeutig eine klare Kaufempfehlung. Okay, also ein ernstzunehmender Konkurrent. Auf jeden Fall. Ja gut, wenn ihr noch mehr Infos wollt über das ZenBook, dann kriegt ihr das auf www.notebookcheck.com. Da gibt es dann auch den kompletten Testbericht mit allen Messwerten, alles in aller Ausführlichkeit. Ja, Flo, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gerne sehr lernen. Gefreut und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Gerne mit Außendreh, bitte bei besserem Wetter. Und ohne nasse Bank. Genau. Aber okay. Das war's erstmal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Wer noch mehr über das Asus UX51 VZ erfahren möchte, der geht einfach unter www.notebookchecker.com. Der geht einfach unter www.notebookchecker. Notebookchecker wäre aber auch schön.